Herr Schappert, als Macher von Grobi TV testen Sie Produkte der Unterhaltungselektronik, vor allem Produkte, mit denen man Videos, Filme sehen kann. Mhm. Jetzt sind Sie auf der Angercom. Mhm. Was ist Ihr Eindruck von dieser Messe? Naja, die Angercom ist eine interessante Messe für uns, weil wir uns mal anschauen wollen, wie weit das Thema hier 4K dieses Jahr ein Riesenthema sein könnte. Weil wir diskutieren natürlich schon seit 2 Jahren darüber. Unsere Endkunden möchten gerne wissen, wo bleibt die Technik für zu Hause? Wann können wir was empfangen? Wann können wir was sehen? Und hier ist natürlich wichtig zu sehen, wie weit sich Inhaltsanbieter mit dem Thema 4K beschäftigen und wie weit sie mir irgendwann mal ein Produkt in die Hand drücken, was dann auch in der Lage ist, 4K zu empfangen. Und tun Sie das? Ja, also noch überschaubar, würde ich mal sagen. Ne? Also immer noch ein bisschen Huhn-Ei-Problem. Man sieht zwar Bewegungen, weil die Standards sind weitgehend ja durch. Wir haben auch einen 4K Blu-ray-Standard, was sehr hilfreich sicherlich ist. Aber so was das ganze Thema angeht, dass jetzt die Sender kommen und sagen, wir wollen jetzt hier 4K bringen und unsere Programme demnächst in dieser Auflösung bringen, kann ich im Moment eigentlich nur Sky sehen. Muss man mal ehrlicherweise lobend erwähnen. Und Netflix. Ja, das ist aber jetzt kein klassischer Sender. Ne? Das ist ja nun mal in dem Fall, das ist eben der Punkt, wo ich sage, da müssen die Sender aufpassen, dass sie sich nicht, sagen wir mal, auch das Know-how und das Image von so Firmen wie Netflix jetzt hier mal wegnehmen lassen, weil die scheinen da deutlich innovativer zu sein. Okay, es ist leichter natürlich, das zu realisieren, aber es wird auch sehr gut umgesetzt. Also wir sind da schon Fan von. Was kaufen denn die Kunden momentan zurzeit? Was wird denn verlangt? Sie kaufen ehrlicherweise zu wenig, weil natürlich im Markt eine große Unsicherheit da ist. Man hört eben die diversesten Begrifflichkeiten wie Ultra-HD, 4K, man hört was von High Dynamic Range sogar, jetzt neuer Blu-ray-Standard. Also sind sehr verunsichert. Und es gibt eben relativ wenig, glaube ich, Plattformen, wo eine gute Aufklärung möglich ist. Im Fachhandel und auch in den großen Märkten ist das seltenst der Fall. Naja, und der Preis alleine scheint nicht der Grund zu sein, warum man sich einen neuen Fernseher kaufen sollte. Ne? Und da müssen wir, denke ich mal, mehr an der Basis ran und mehr Aufklärungsarbeit leisten, was ehrlicherweise nicht so leicht ist, weil es ja doch bei diesen Standards auch immer noch eine Menge Diskussion gibt. Also alles sehr unruhig eigentlich, wie ich finde. Wenn ich jetzt 1500 Euro, 2000 Euro ausgeben möchte, ist das schon viel? Naja, für manchen mag das sehr viel sein, wenn er sieht, ein 50-Zoll-Fernseher wird für 499 Euro schon angegeben. Aber ich kaufe ja keine Größe, ich kaufe ja mal Qualität und ich kaufe Anwendung. Aber die Industrie und speziell der Handel hat es vergessen, wie ich finde, eben darauf hinzuweisen. Weil es ist nur das Schlagwort großer Fernseher und 499. Das bleibt übrig als Botschaft. Wie beraten Sie dort? Wo setzen Sie an? Naja, wir versuchen zu fragen. Ne? Also wir fragen einfach. Das heißt also, wir wollen versuchen, den Bedarf des Kunden zu ermitteln. Und der Kunde weiß ja teilweise gar nicht, was überhaupt geht. Wenn ich feststelle, dass in dem Gespräch es sich herausstellt, er ist ein Fotograf, der fotografiert sehr gerne, macht tolle Urlaubsbilder, dann ist er natürlich sehr überrascht vielleicht, wenn er sieht, dass er mit dem Fernseher seine Bilder über einen USB-Stick leicht zeigen kann. Und dass das eben Unterschiede gibt. Bei dem einen dauert der Bildaufbau 2 Sekunden, bei dem anderen ist es sofort da, die Qualität ist besser. Das muss ich natürlich demonstrieren können. Und genau das versuchen wir tagtäglich dann zu erreichen. Jetzt wird ja hier über 4K gesprochen. In Japan wird 8K eingeführt, und zwar beim Fernsehen. Muss uns das nicht Angst machen? Nö. Also ich glaube, das Thema 8K ist so weit weg, dass es also hier für uns auf absehbarer Zeit wirklich nicht kommt und auch nur so ein bisschen so als Technologieplattform laufen wird, aber dass wir uns nicht ernsthaft mit dem Thema beschäftigen müssen. Also nach meinen Informationen ja. Aber es verunsichert natürlich, wenn es nur heißt, 4K ist alt, 8K ist jetzt die neue Zukunft, weil diese Schlagzeilen kenne ich auch aus den Medien und das bleibt natürlich haften bei vielen. Ich halte es aber für falsch, wirklich konkret in dem Beispiel. Wie viel Fernsehen schauen Ihre Kunden eigentlich noch? Weniger. Also ganz klar, Tendenz ist weniger. Wir hören immer häufiger, dass die Kunden sagen, uns interessiert das tagtägliche Fernsehprogramm nur noch bedingt. Speziell Sendergruppen wie die privaten, muss man einfach mal so nennen, werden häufig als, kannst du auch da hinten irgendwo als Senderliste reinpacken. Das sollte denen zu denken geben. Das hat es vor ein paar Jahren nicht gegeben. Und wir merken, dass die Kunden erkennen, dass sie in der Lage sind, Fernsehen dann zu gucken, wenn sie wollen oder sich auch andere Inhalte holen können. Und da sind wir wieder beim Thema Streaming. Denn es ist ja wirklich sehr leicht mittlerweile. Die Fernseher bieten diese Funktionen an. Und es ist natürlich innerhalb des Fernsehers schon ein Konkurrenz oder ein Konkurrent. Ne? Ja. Ja. Wenn Sie jetzt mal in die Zukunft schauen, in 5 Jahren, wie sieht dann das optimale Heimkino zu Hause aus? Naja, das optimale Heimkino wird sich sehr stark mit dem Thema Streaming beschäftigen. Der Kunde wird dann gucken können, wann er will. Er hat die Möglichkeit, vielleicht auch kostengünstiger auf Inhalte zuzugreifen, weil es eben diese Flatrates geben wird, wie es uns Netflix ja sehr erstaunlich und professionell vormacht. Und das normale klassische Fernsehen, was auch vielleicht gerade von so amerikanischen Serien etc. Lebt, wird massiv, denke ich mal, verlieren an Einfluss und auch an Erfolg. Ganz klar. Und die Tagesschau und die Heute-Journal und was wir da so als Tagesinformationen haben, das wird sicherlich weiterhin auch bedingt ein Grund sein, warum ich den Fernseher einschalte. Aber alles, was dahinter kommt, ich glaube, dass es schwierig wird. Ja. Gut, vielen Dank. Gern geschehen. Warum müssen wir stehen bleiben, bitte?